Servus Leute, hier ist die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Heute eigentlich mit einem Festtagsessen. Traditioneller Rehbraten mit Semmelknödeln. Die Semmelknödel gibt es in einem separaten Video. Heute stelle ich euch auch mal nicht die ganzen Zutaten vorher vor. Das kommt im Laufe des Videos. Und natürlich gibt es unten in der Videobeschreibung wieder das genaue Rezept. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ein ganzes Reh im Gefrierschrank habe. Deswegen habe ich mich entschlossen, einen Rehbraten zu machen. Zuerst wird das Fleisch für 2 Tage in Buttermilch eingelegt. Dabei muss man es einmal wenden. Nach den 2 Tagen wird es dann mit Wasser abgespült. Jetzt muss man dann die Haut abziehen. Das ist ein wenig eine Fitzelangelegenheit und das muss man auch nicht alles sehen, wie ich das mache. Das ist eine recht langweilige Tätigkeit. Hier ist also die gesamte Haut abgezogen. Alles, was ich da abgeschnibbelt habe, kommt jetzt erstmal in einen Container und daraus mache ich dann einen Wildfond. Zusätzlich dann noch mit Knochen und Rippchen, die ich auch noch habe. Aber das kommt extra ein Video. Die Gewürze fürs Fleisch sind ein paar Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, 2 Knoblauchzehen, Pfeffer und Salz. Die Wacholderbeeren werden ein bisschen zerdrückt, damit sie das ganze Aroma schön freigeben. Die Knoblauchzehen werden natürlich schön klein geschnibbelt. Zuerst salzen und pfeffern, wenden und auch von der anderen Seite salzen und pfeffern. In den Bräter lege ich jetzt ein sauberes Tuch und da kommt das Fleisch oben drauf. Dann kommen die Gewürze dazu, die Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, und der gehackte Knoblauch. Das wird jetzt in das Tuch eingeschlagen und zum Schluss kommt noch ein bisschen Essig obendrauf. Vielleicht so 2 bis 3 oder 4 Esslöffel, mehr nicht. Deckel drauf und über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag wird natürlich das Tuch entfernt und das Fleisch erstmal auf den Teller gelegt. In den Bräter kommt ein bisschen Butter und da drin wird dann das Fleisch angebraten. Einmal wenden und auch von der anderen Seite anbraten. Eine Packung Suppengrün, tiefgekühlt, kommt auch mit dazu, wird auch mit angebraten. Es folgen ein paar Backpflaumen und zu guter Letzt noch ein paar Cranberries, so eine Handvoll vielleicht. Statt der Cranberries kann man natürlich auch Rosinen nehmen. Ablöschen mit Rinderbrühe. Wenn man hat, kann man natürlich auch Wildfond nehmen. Dann bei 180 Grad im Backofen für circa
1 bis 2 Stunden, je nach Größe des Fleisches. In die restliche Brühe kommt jetzt noch ungefähr 100 ml Rotwein. Für die Soße einen Soßenkuchen einweichen. Ich habe den dann eingeweicht in dieser Brühen-Rotwein-Mischung. Wenn die Flüssigkeit aufgesaugt ist, kann man das ein bisschen mit der Gabel zerdrücken. Und dann sieht man auch, ob man genug Flüssigkeit dazugegeben hat. Bei mir war das Fleisch 2 Stunden im Backofen und es ist jetzt schön weich und gar. Ich hole das jetzt hier heraus aus dieser Soße und dann wird es in Scheiben geschnitten. Jetzt wird es abgedeckt mit Alufolie und kommt zurück in den Backofen. Der ist allerdings jetzt aus. Aber die Restwärme hält es schön warm. Jetzt geht's an die Soße. Dazu wird alles, was in dem Bräter ist, in einen Sieb über einen Topf gegossen. Das Gemüse, die Backpflaumen und so weiter, wird jetzt durch das Sieb passiert. Je mehr man da durchquetscht, desto besser wird's. Das kommt dann alles mit in die Soße und sorgt für ein sehr gutes Aroma. Also alles von unten vom Sieb abkratzen in die Soße rein. Man bringt die Soße zum Kochen und der aufgeweichte Soßenkuchen kommt mit dazu. Mit einem Schneebesen gut einrühren. Das wird dann eine schöne dicke Soße. Zu guter Letzt wird die Soße noch mit etwas Schlagsahne verfeinert. Dann muss man sie abschmecken, ob genug gewürzt ist. Bei mir war es der Fall und die Soße ist fertig. Als Beilage gibt es selbstgemachte Semmelknödel, wie man die macht, in einem anderen Video. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es dann noch Blaukraut aus dem Glas, und natürlich Preiselbeeren zum Wild. Und jetzt lassen wir uns diesen wundervollen Festtagsbraten an einem ganz normalen Sonntag schmecken. Guten Appetit! Servus, bis zum nächsten Mal!